Die Anleitung ist sogar in Deutsch. Aber dafür in Schwarz-Weiß. Willkommen Leute, euer Gonzo hier. Wir machen heute mal ein Vlog. So, ich habe gerade Ruhe. Die Sonne geht, glaube ich, auf. Man sieht's nicht. Wolkenverhangener Himmel. Deswegen habe ich nicht genug Licht, um euch den Kamin zu zeigen. Ich habe gewartet, bis es zumindest hell draußen wird. Und die Kinder sind in der Schule. Anja ist gerade nicht da, hat einen Arzttermin. Ich habe frei bekommen. Und guckt euch mal den schicken Kamin an, soweit ihr ihn jetzt sehen könnt. Ich müsste mich total überblenden, damit man den Hintergrund sieht. Oder ich müsste nur den Hintergrund beleuchten. Vielleicht ein andermal. Da fehlen auch noch die Gitter oben drin. Der ist noch nicht ganz fertig. Aber schaut mal, wie Anja bereits die Wand dahinter mit der Decke fusioniert hat, dass alles jetzt zusammenpasst. Das war alles weiß um den Kamin herum. Der Kamin selber ist schwarz, drumherum war weiß. Hat Anja noch farblich angepasst. So, ich habe ja das letzte Vlog, glaube ich, vor den Aufbauarbeiten gemacht. Und dann war ja hier das Zelt die ganze Zeit für 3 Wochen, glaube ich. Anstatt 2 Wochen, 3 Wochen. Oder anstatt 2,5 Wochen, 3 Wochen und 1 Tag. Um es genau zu nehmen. Und ich habe in der Zeit natürlich einiges gespielt und bin dann auf die Idee gekommen, eine neue Rubrik zu machen, und zwar das Retro-Level ab, und habe dann direkt mal einen Durchgang in Terranigma gemacht, habe das Spiel komplett durchgespielt und alle Bosse aufgenommen, aber noch nicht alle vertont. Ich weiß auch gar nicht, ob ich wirklich noch alle Bosse durchmache, denn ab der Hades-Hexe geht der Schwierigkeitsgrad richtig stark runter, da ich die Hades-Hexe mehrfach besiegt habe auf verschiedenen Leveln. Um wirklich zu gucken, wie leicht sie werden kann, wie schwer sie ist, wenn man sie richtig hart besiegt, und wie leicht sie werden kann, wenn man sich die Mühe gibt, ein bisschen zu leveln. Und ab dann war das Spiel einfach viel zu leicht und selbst der Endboss war ein Kinderspiel. Ob sich das lohnt, daraus ein Video zu machen mit dieser Experience, weiß ich nicht. Also mehrere Videos mit den Bosskämpfen, das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Des Weiteren habe ich auch noch Aufnahmen von Final Fantasy VII, dem Original, wie ich die Weapons besiegt habe. Daraus wollte ich auch noch ein Video machen. Es sind aber ewig lange Aufnahmen und die muss ich erst noch schneiden und dann einsprechen. Da habe ich auch gerade einfach keine Lust. So, diese Sachen habe ich schon vorbereitet, die sind bereits auf Platte. Aber ich habe einfach keine Lust, die zu vertonen und mich da reinzuarbeiten nochmal, weil das auch wieder ein Stück hin ist. Wenn man das nicht sofort macht, dann sammelt sich das an. Das Problem ist, ich spiele die Spiele ja, um was aufzunehmen. Dann nehme ich die Sachen auf und dann müsste ich jetzt das Spiel eigentlich sofort unterbrechen und diese Aufnahme wirklich fertig machen. Und manchmal denke ich mir so, nee, jetzt bin ich gerade im Spiel, jetzt unterbreche ich nicht, um daraus ein Video zu machen, ich spiele einfach weiter. Und dann rückt das Video in weite Ferne und das, was ich mir gedacht habe und das, was ich da reinarbeiten musste. Und dann muss ich mich da wieder reinarbeiten und da habe ich dann oft keine Lust mehr zu, mich da reinzuarbeiten. Aber irgendwann mache ich es dann doch, wenn ich sehe, ich habe es noch auf Platte, daraus kann ich was machen. Dann habe ich die halbe Arbeit ja eigentlich schon gemacht und muss nur noch den Rest fertig machen. Also ich habe jetzt natürlich Final Fantasy VII nochmal ordentlich gelevelt und gespielt, das Original. Dann habe ich Terranigma durchgespielt, was nicht wirklich auf meinem Pile of Shame lag. Und dann kam ich zu Disgaea. Ich habe ja hier Disgaea 1 auf Switch, hatte ich noch nie angefangen. Ich hatte es mir mal geholt, weil ich mag Disgaea, ups, D2. Sehr. Das ist die direkte Fortsetzung von Disgaea 1. Disgaea 2 ist tatsächlich mit anderen Charakteren, aber das hier hat die Charaktere aus Teil 1 nochmal. Und ich fand die irgendwie auch cool, von der Farbgebung einfach, und wollte wissen, was dahinter steckt. Das sind einfach coole Figuren. Und da habe ich herausgefunden, wie cool die Charaktere wirklich sind, besonders Edna. Hier ist nochmal die PS4-Version von Disgaea 1, die hat schnellere Ladezeiten. Das, vielleicht mache ich noch ein Vergleichsvideo dazu. Das wäre auch wieder so eine Videoidee. Natürlich könnt ihr einfach sagen, Edna ist eine Dämonen-Domina, die Leder trägt und halb nackt ist. Geht immer. So. Aber jetzt auch bei Disgaea 5, was ich jetzt endlich durchgespielt habe, ich glaube vorgestern oder so, seitdem grind ich nur noch im Postgame. In Disgaea 5 gehört sie zu den krassesten Charakteren, die man haben kann. Das wurde mir auch erst später klar. Ich habe sie an Disgaea D2 schon extrem krass aufgelevelt, dass sie wirklich die höchsten Werte von allen hat, die ich jemals erreicht habe, weil Disgaea 2 auch ein bestimmtes Levelsystem hat, das Land of Carnage. Das heißt, wenn ich den Carnage-Modus aktiviere, dann sind die Gegner um einiges stärker. Normalerweise kann man die Gegnerschwierigkeit erhöhen, sodass die Level hochgehen, und dann ist irgendwann Ende, dann ist ein Level-Cap erreicht von 9999. Wenn ihr den Carnage-Mode aktiviert, dann gehen die Statuswerte der Gegnercharaktere aber noch höher. Das heißt, auch wenn die das Level-Cap schon erreicht haben, werden die noch mal viel krasser. Und dann kann man ordentlich natürlich leveln, weil im Carnage-Modus ist es so, wenn ihr einen Gegner besiegt, absorbiert ihr einen Teil deren Statuswerte.
Und dann wird euer Charakter permanent stärker, ohne dass er levelt. Das heißt, auch wenn Edna schon auf Level 9999 war, hat sie mit jedem Angriff Statuswerte absorbiert. Und wenn sie stark genug ist, 10 Gegner auf einmal zu zerstören mit einer Flächenattacke, dann absorbiert sie 10-mal diese Statuswerte von starken Gegnern. Und im Land of Carnage haben die alle hohe Statuswerte. Und wenn ihr das immer höher treibt, im Land of Carnage könnt ihr nochmal die Levelstufe der Gegner erhöhen. Und dadurch bekommen die immer höhere Werte bis in den Millionenbereich. Und Edna absorbiert jedes Mal Werte und wird so unglaublich stark, sodass sie einfach alles im Spiel einfach zerstören kann. Unglaublich. So ein Levelsystem habe ich in noch keinem anderen Spiel erlebt, wo man einfach die Werte der Gegner absorbiert und ihr könnt einfach unendlich weiter leveln. Selbst wenn das Level-Cap erreicht ist, werden die Statuswerte einfach hochgeprescht. So, das ist aber nicht alles. Bei Disgaea 5 gibt es das leider nicht. Aber Edna hat die Fähigkeit, so 20 Prinnies aufs Feld zu rufen, wenn ihre Limitleiste voll ist. Jeder Charakter hat ein Limit, also eine Limitleiste. Nicht jeder hat ein Limit, also ein Overload. Sie hat den Overload, dass einfach ganz so 20 Prinnies ins Spiel kommen. Und ihr könnt die nicht selber steuern. Die werden vom Computer gesteuert, nach eurem Zug. Und die haben dasselbe Level wie Edna. Und das wurde mir erst klar, als ich Edna mit dem Unopened Soda-Trick auf Level 500 gebracht habe. Und die anderen, also die Gegner waren Level 100. Die anderen Kameraden Level 200, vielleicht zwei Leute auf 300 gebracht und Edna auf 500. Und dann habe ich den Overload benutzt und hatte 20 Prinnies auf dem Feld, die Level 500 waren und alle Gegner Level 100. Und hatte, ich war plötzlich in der Übermacht und die Prinnies haben einfach nach meinem Zug, ich gebe den Zug ab, sage Zug beendet, die Prinnies sind dran und die haben einfach das Feld leer geräumt, komplett. Der Computer räumt mir einfach seine eigene KI aus dem Weg. Super. Die beste Fähigkeit, und deswegen habe ich natürlich Edna lange gelevelt, auch gestern Abend noch, heute Morgen noch früh. Bin am Morgen sehr früh aufgewacht, um Edna noch ein bisschen zu leveln. Mega spannend, wie unglaublich stark sie wird und dann diese ganzen Prinnies rufen, das macht Spaß. Wenn man dann sehr viel im Spiel aushebeln kann. Zum Beispiel, ich habe ja erwähnt, man kann diese Regierungstreffen einberufen. Und auch wenn die Nein sagen, dann macht man das einfach per Force. Also man zwingt die einfach dazu, zuzustimmen und ruft einfach einen Haufen Prinnies in den Raum. Und dann habt ihr 20 Prinnies, die einfach alle Abgeordneten, die gegen euch waren, zerstören. Fertig. Ist mega geil. Macht voll Spaß. Nur zur Vollständigkeit. Schaut mal, ich habe ja noch Disgaea 4 für PS3. Hab's jetzt auch auf PS4 nochmal gekauft. Das kann man da auch kaufen für die PS4-Version. Und Disgaea 6 auf PS5. Komplett mit DLCs dabei. Ich dachte mir jetzt, auf PS5 wird es wohl kaum Ladezeiten haben. Ich war ja erst nicht so begeistert von dieser, man spielt einen Zombie und so, konnte mir nichts darunter vorstellen. Hab's kurz angefangen und es war direkt gut. Richtig gut. Ich will jetzt nicht sagen, mega geil. Die Witze finde ich flach. Es kommt nicht so bei mir an. Andere machen die Zombie-Witze und dass der Typ verrottet und sowas. Ja, das finde ich zu obvious. Finde ich nicht lustig. Aber die Story von Anfang an, mega geil, der Junge bricht einfach mal bei der Regierung ein und geht da in es ist halt auch so ein Courtroom, so ein Abstimmungsraum, wo er dann einbricht und da ist dann der Overlord, das waren Overlords, ne, der Netherworld, und sagt dann, wie kommt ein kleiner Junge wie du hier rein? Und dann sagt er, ich habe einfach all deine Wachen besiegt. Und so, was? Ein Junge wie du kann nicht meine Wachen besiegen? Und dann sagt er, nicht nur das, ich habe auch diesen bösen Overlord, der die Netherworld zerstört hat, einfach schon ausgelöscht. Und so, was? Dann fängt er an, seine Geschichte zu erzählen. Und der Typ ist einfach OP. Also, ihr fangt das Spiel einfach am Ende an. Und da ist ein Junge, der wie One Punch Man einfach so sich durch alle Wachen durchpuncht und sagt so, hier, Job erledigt, Bösewicht ist besiegt. Und jetzt erkläre ich euch, wie das passiert ist. Und dann springt das Spiel zurück. Und dann fangt ihr an zu spielen. Ist eine interessante Herangehensweise. Da man am Anfang schon dann derbe overpowered ist und sieht, worauf das Spiel hinausläuft. Aber erfahrungsgemäß dauert das lange, bis man so overpowered dann ist im Spiel, wenn man das selber erspielen muss. Also ich fand die Idee, dass man so anfängt, schon ganz cool, aber dass ich das dann noch selber wieder ergrinden muss, das ist dann ein Downer. Das dauert einfach mega lange, das zu ergrinden. Aber immer wieder mit neuen Mechaniken. Jedes Disgaea hat andere Mechaniken, die ihr wieder erlernen müsst. Das ist einerseits natürlich ein Spaß, weil das Spiel immer ein bisschen anders ist als der Vorgänger und ihr immer was Neues dazulernen müsst, aber genau das ist das Problem, ihr müsst Neues hinzulernen. So, also momentan bin ich noch bei Disgaea 5, bevor ich mit 6 anfange, oder vielleicht Legend of Dragoon,
Ihr habt vielleicht davon gehört, Legend of Dragoon für PlayStation 1 ist am 21. Februar im PlayStation Store aufgetaucht, der PS4 und der PS5. Und da könnt ihr das für 10 Euro kaufen und runterladen. Oder ihr schließt diese Premium-Mitgliedschaft ab und könnt jeden Monat ein bisschen mehr bezahlen. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Nicht für das eine Spiel. Und könnt das dann kostenlos spielen, was sich aber nicht lohnt. Und dieses Spiel, das ist mega geil. Das ist ein richtig gutes, altes Rollenspiel von Sony selber, was nicht richtig vermarktet wurde. Keiner hat drüber gesprochen. Das ist so ein Geheimtipp. Und die Disc-Version kostet, glaube ich, 200 Euro zurzeit. Und ich habe die auch im Schrank stehen. Es gibt Fotos davon. Beweisfotos. Ich habe die im Schrank. Ich schwöre, ich habe die im Schrank. Nicht nur das. Im Spiel kann man 50 Stardusts finden. Und ich habe eine Liste mit in die Spielhülle reingepackt, wo steht, wo alle 50 Stardusts sind. Und zwar chronologisch aufgelistet, da die nämlich verpassbar sind. Das ist ein Spiel mit einer linearen Story, wo ihr an manche Orte nicht mehr zurückkommt. Und die sind dann verpassbar. Das heißt, diese Liste zeigt mir, wann ich wo ein Stardust finde. Und die sind nicht sichtbar im Spiel. Das heißt, die sind irgendwo, also ihr habt, das ist ein Rollenspiel mit vorgerenderten Hintergründen. Und ihr müsst einfach mal überall rumklicken, einfach so, ohne Hinweis, dass da was sein könnte, damit ihr ein Stardust-Teil findet. Und dann braucht ihr alle 50 für irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr wofür, aber ich habe die Liste, wo die alle draufstehen. Das heißt, wenn ich das Spiel durchspiele, dann zu 100% mit 50 Stardusts. Damals auf der PS1 habe ich es dann beim zweiten Durchspielen gecheatet, weil ich nämlich dann die Dragoon-Fähigkeiten immer habe, beziehungsweise den letzten Dragoon, weil ich den unglaublich cool fand, man den aber wirklich nur ganz am Ende des Spiels bekommt. Und ich mag es nicht, wenn ihr die coolste Ausrüstung, die coolste Waffe, die coolste Fähigkeit nur für den letzten Kampf bekommt und das war's dann. Das ist mega lame. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, im New Game Plus das Spiel einfach ein bisschen damit zu rulen mit einer geilen Ausrüstung, die man das ganze Spiel über sonst eigentlich nicht hätte und hatte. Das macht ja Dark Souls so gut. Ihr kriegt richtig geile Endgame-Ausrüstung und dann dürft ihr nochmal von vorne anfangen. Und die ersten Bosse sind ja dann echt ein Kinderspiel mit Endgame-Ausrüstung, auch wenn das Spiel schwerer wird. Aber das ist so ein bisschen geil. Das macht mich ein bisschen heiß. So. Aber genug davon, genug von Videospielen. Ich muss noch über etwas reden. Oder ich möchte über etwas reden. Der Todestag meines Vaters hat sich gejährt. Ich glaube, es war am 14. Februar, am Valentinstag. Ich habe letztes Jahr am 14. ein Video aufgenommen, also eingesprochen. Und da wohnten wir noch hier im Haus im oberen Stockwerk, in drei Zimmern. Mit zwei Kindern, zwei Katzen und zwei Eltern in drei Zimmern auf dem engsten Raum gelebt. Und ich musste noch arbeiten und morgens vor der Arbeit bekam ich den Anruf von der Frau meines Vaters, dass mein Vater spontan ins Krankenhaus eingewiesen wurde, weil die beiden Corona hatten und er hatte Lungenprobleme, sowieso schon vorher. Er hat nicht mehr richtig Luft bekommen und musste ins Krankenhaus. So, und wurde weggebracht. Aber das Krankenhaus war weiter weg. Das war nicht hier das Krankenhaus, sondern weiter weg. Und dann habe ich da angerufen. Und der Arzt sagte, dass mein Vater bereits das Bewusstsein verloren hatte, wieder kurz zu sich kam und dann aber auch nicht mehr Herr der Lage war. Also nicht mehr ganz so seine Umgebung mitbekommen hat, war verwirrt und ängstlich und aggressiv und war nicht mehr so in der Lage zu begreifen, was passiert. Was unter anderem daran liegt, dass er Sauerstoffmangel hatte. Die Sache ist, um jetzt nicht zu viel über Corona zu sprechen, aber Corona, wenn es die Lunge befällt, im günstigsten Falle habt ihr Erkältungssymptome. Wenn die Krankheit sich ausbreitet und sie geht auf die Lunge, dann wird eure Sauerstoffsättigung im Blut gefährdet. Und das ist überlebenswichtig, die Sauerstoffsättigung. Und das ist nicht so, dass ihr lange leiden würdet, sondern ihr schlaft ein. Und dann seid ihr weg. Weil ihr braucht Sauerstoff im Blut, um eure Gehirnzellen am Laufen zu lassen. Ansonsten schlaft ihr ein. Ihr verliert an Gehirnleistung, ihr schlaft ein. Das macht das Gehirn aber, um sich zu schützen. Um in einen Ruhemodus zu gehen, um weniger Sauerstoff zu brauchen. Und im besten Falle, so denkt sich das Gehirn, wache ich irgendwann wieder auf, wenn ich diese Sauerstoffknappheit überwunden habe. Deswegen wird man ohnmächtig, deswegen schläft man ein. Das Problem ist aber, wenn die Sauerstoffsättigung weiter sinkt, dann sterben Gehirnzellen ab. Und dann kommt man nie wieder zurück. Dann stirbt man langsam. Das Gehirn verfällt, während man eingeschlafen ist. Man wacht nie wieder auf. So.
Das ist heimtückisch. Man schläft einfach ein und dann hat man die komplette Kontrolle verloren. Man ist einfach weg und verschwindet langsam im Schlaf. Und das, ich finde das wahnsinnig grausam. Und das ist passiert. Mein Vater war schon morgens nicht mehr richtig ansprechbar. Und der Arzt hat gesagt, das wird auch nicht besser. Die Sauerstoffwerte sind in einem kritischen Bereich und da ist nicht mehr viel zu tun. So, ich hab ja kein Video mehr darüber gemacht, um zu erklären, was dann passiert ist. Ich habe nur gesagt, ich habe das gehört vom Arzt und ich musste heute Abend hin. Das war vor einem Jahr. Ich habe da oben im Zimmer gehockt und habe das eingesprochen. Und jetzt ist ein Jahr rum. Ich habe natürlich die letzten Wochen sehr viel daran gedacht. Und nicht nur das. Mein Vater war todkrank und hatte das verschwiegen. Und das ist eine andere, ganz schlimme Sache. Mein Vater war natürlich schon sehr alt. Hat sein Leben lang geraucht, hat ungesund gelebt, sehr viel Alkohol getrunken. All das, was man nicht machen soll. Und dafür ist er schon recht alt geworden. So. Er hat alles dafür getan, nicht alt zu werden. Aber er ist sehr alt geworden. So, schon mal Achievement unlocked. So, das kann ich nicht absprechen. Trotz sehr, sehr ungesunder Lebensweise ist er sehr alt geworden. Dann aber wurde er todkrank. Hatte Lungenkrebs, richtig schlimmen Lungenkrebs. Der war nicht operabel, der war nicht mehr behandelbar. Der war bereits tödlich. Und das wusste er. Aber das wusste sonst keiner. Er hat es seiner Frau nicht gesagt. Niemandem. Und ich habe auch noch mit ihm kurz davor geschrieben. Und er hat es mir auch nicht gesagt. Wir haben über die Maskenregelung geschrieben und über Impfungen und sowas. Und ich meinte hier, natürlich können Impfungen Nebenwirkungen haben. Und ich würde sagen, wenn es kein Corona gibt, würde ich nicht sagen, lass dich gegen Corona impfen. Weil wenn es kein Corona gibt, dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, an der Impfung zu erkranken, als wenn, da es ja kein Corona gibt, an Corona. So. Aber es gibt nun mal Corona und da weiß man jetzt nicht, was einem da für Nebenwirkungen erwarten. Man weiß vielleicht, was einen für Nebenwirkungen bei einer Impfung erwarten können. Und die plant man ja. Also es ist verständlich, wenn ich jetzt sage, ich lasse mich impfen, dann plant man ja quasi seine eventuelle Erkrankung. Und das will keiner machen. Das ist eine Zwickmühle. Da muss man sich entscheiden. Keiner weiß, was am Ende dabei rauskommt. Keiner weiß, auf welche Weise ihr besser davonkommt. Vielleicht erwischt euch die Krankheit in einer schlechten Situation und ihr habt Nebenwirkungen oder richtig schlimme Nachwirkungen oder nicht. Und manchmal ist die Impfung zu einem ungünstigen Zeitpunkt, wo euer Körper gerade eh geschwächt ist und ihr merkt das gar nicht. Und dann kommt irgendwas dabei raus. Man weiß es nicht. Und deswegen ist das auch, ich finde das verständlich, dass man Angst vor einer Impfung hat. Das ist absolut verständlich, denn man muss das ja planen. Ihr plant, euch gezielt mit etwas zu infizieren, was euch jetzt nicht krank machen sollte. Aber ihr wisst auch nicht, wenn ich das jetzt plane, bin ich in dem Moment auch wirklich in der Lage, dass mein Körper das durchsteht? Oder habe ich nicht gemerkt, dass mein Körper was anderes gerade durchmacht? Das kann ja passieren. Und deswegen will man sich nicht festlegen. So, das ist vollkommen verständlich. Ich habe mich da jetzt nicht mit meinem Vater drum gestritten, sondern ich habe ihm gesagt, hier, ich würde dir nicht sagen, du musst das tun. Ich würde nicht sagen, du musst dich jetzt impfen lassen. Sei einfach vorsichtig. Versuch nicht krank zu werden. Halte ich an die Maskenregel und er hat die Maskenregel gehasst. Er wollte sich nie vorschreiben lassen, was er wann wo zu tragen hat. Was ich verstehen kann, man will es sich nicht vorschreiben lassen, aber ich trage die Maske ja auch freiwillig. So, das ist, wenn ihr Sachen vorgeschrieben bekommt, habt ihr eine natürliche Abneigung dagegen. Wenn ihr euch aber freiwillig dazu entscheidet, genau das zu tun, dann ist es nicht mehr aufgezwungen und ihr fühlt euch anders. Die Sichtweise ist anders und ihr fühlt euch anders. Ich habe ihm nur gesagt, sei vorsichtig. Und da wusste er schon, dass er sowieso stirbt und hat das keinem gesagt. Und das ist dann haben beide sich mit Corona angesteckt und dann plötzlich fühlt er sich schlecht, muss abtransportiert werden und ist weg. Also aus der Sicht von seiner Frau, die ja Corona hatte und nicht ins Krankenhaus durfte, um sich zu verabschieden, nicht geimpft, Corona, kann nicht ins Krankenhaus. So, und ich durfte dahin, weil ich bin geimpft, mehrfach geimpft. Und hab noch nie Corona gehabt. Auch zu der Zeit nicht Corona gehabt. Ich war kerngesund. Ich bin seit ewiger Zeit kerngesund. Ich hatte nur eine Erkrankung aus der Schule mitbekommen von Ivy, die sich da angesteckt hat. Ansonsten bin ich ziemlich gesund. Über Jahre keine schlimme Erkältung gehabt. Und ich durfte hin. So, ich war stellvertretend für meine Familie da. So, meine Schwester kam auch noch, hat sich kurzfristig noch entschlossen mitzukommen. Die Sache ist aber, er war schon nicht mehr da. Also er war noch da, körperlich. Er hat da gelegen, hat geatmet. Und das war's. Die haben ihn so ein bisschen so aufgebaut, sodass er ein bisschen gerade nach oben liegt und gut Luft bekommt. Die Luft, die er noch bekommt, hat Sauerstoff um die Nase gehabt, weil
Wenn eure Lunge nicht mehr genug Sauerstoff aus der Luft aufnehmen kann, ihr wisst, in der Luft, in der Atemluft ist nur ein bestimmter Anteil Sauerstoff drin. Das ist nicht 100% Sauerstoff um uns herum, sonst würde uns die Welt um die Ohren fliegen. Die Lunge arbeitet daran, den Sauerstoff rauszufiltern aus der Atemluft. Und das, was ihr ausatmet, hat auch noch sehr viel Sauerstoff. Also so viel wird gar nicht rausgezogen. Wenn eure Lunge aber geschädigt ist, kann die das nicht mehr. Und dann kriegt man puren Sauerstoff zum Einatmen, also richtig hochprozentigen Sauerstoff, damit die Lunge, damit zumindest die kleinen Teile der Lunge, die noch funktionieren, wirklich zu 100% Sauerstoff abbekommen und das ins Blut leiten. Und selbst das hat nicht mehr gereicht, um ihn vital am Leben zu erhalten. Er hat immer weiter vor sich hin vegetiert und ist quasi verfallen, ist lebendig verfallen. Und da haben die gesagt, wir könnten das jetzt eine ganze Weile noch so weitermachen. Und der liegt einfach hier und schläft. Und es wird langsam geschehen. Oder wir nehmen den Sauerstoff weg und lassen es schneller geschehen. Ansonsten ist nicht mehr, es ist nicht mehr abzusehen, dass da noch genug da ist, dass er sich wieder erholt. Also, dass er überhaupt noch wirklich tatsächlich, dass er noch lebt. Also im Grunde war sein Körper noch lebendig, aber er war tot. Sein Kopf war bereits, der war nicht mehr, ne? Der ist schon zu viel gestorben und man kriegt den Körper ja nicht mehr schnell genug geheilt, um das aufzuwecken, was noch da ist im Kopf. Also der Körper ist ja, die Lunge ist ja trotzdem kaputt. Die funktioniert ja nicht mehr. Es wird auch nicht über Nacht einfach so besser. Die repariert sich nicht so schnell. Vor allem, wenn gerade sowieso zu wenig Sauerstoff im Blut ist. Wie soll das funktionieren? Und da wurden meine Schwester und ich gefragt, ob wir das unterschreiben wollen oder ob das reicht, dass uns das reicht, dass die Frau das bereits entschieden hat. Und das ist ja grauenvoll. Die war zu Hause. Die hat ihren Mann gesehen, wie er abtransportiert wird. Und er kam einfach nie wieder zurück. Und ich kam auch nur dahin, als er bereits tot war. Quasi tot war. Nicht mehr da war. Das war quasi für mich. So. Ich habe zwar den Arzt gebeten, noch schnell was auszurichten, falls er noch was mitbekommt von mir. Aber ansonsten war der Abschied für mich, ihn nochmal zu sehen und natürlich stellvertretend für alle anderen der Familie, die nicht hin durften, ihn nochmal sehen zu dürfen, dass irgendwer da ist und irgendwer Anteil nimmt. Weil ich finde das wahnsinnig traurig, dass er sich nicht verabschieden konnte. Und keiner sich verabschieden konnte. Und das so plötzlich. Deswegen, ich finde das so, also die Ärzte oder die Krankenschwester hat versucht, mir das schön zu reden, mich zu beruhigen und zu sagen, jetzt war Corona ein Glücksfall für ihn, weil er hatte wirklich eine ernsthafte, schlimme Krankheit. Dieser Lungenkrebs war wirklich fies und er hätte jetzt ein Jahr lang vielleicht schlimm gelitten, Operationen über sich ertragen lassen oder sonst irgendwas, nur ein kleines bisschen weiterzuleben. Und es wäre ganz schlimm geendet. Und das stimmt. Das glaube ich. Ich glaube ja das vollkommen, dass das ein harter Weg gewesen wäre. Und das nach Corona. Nur nach der ganzen Corona-Zeit, nach der Flut. Die Flut hat er auch noch mitbekommen. Und ein halbes Jahr später weiß er, dass er sterben wird und schläft plötzlich ein. So, und ohne jemandem das zu sagen, ohne sich zu verabschieden, ohne irgendwas. Vielleicht hätte er es zumindest noch sagen können. Das ist schlimm für seine Frau, die ja auch Krebs hat oder Krebs hatte oder noch Krebs hat und auch Corona hatte zu der Zeit und dann stirbt einfach der Mann weg. Das ist, boah. Ich habe mich noch gar nicht bei ihr gemeldet jetzt. Jetzt war Todestag und ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Soll ich mich bei ihr melden und sagen, hey, wie geht's dir? Du weißt ja, ist jetzt ein Jahr her, ne? Ich meine, ich will auch nicht nur mit der Tür ins Haus fallen und sagen, und, wie geht's dir? Jahrestag und so, ne? Weißt du, ich will mich nicht nur bei ihr melden, um sie daran zu erinnern, was passiert ist. Aber wie kann ich sie sonst fragen, wie es ihr geht? Ohne zu fragen, warum ich sie frage. Das wird ihr klar sein. Das ist schwer. Ist auch nicht der erste Verwandte, den ich kenne, der stirbt. Ich hatte einen Cousin namens Toni. Der hatte, wie heißt mal diese Zuckerkrankheit? Diabetes. Wurde irgendwann tot in seiner Wohnung gefunden. Das ist schon lange her. Der wurde, glaube ich, keine 30, der Kerl. Dann ein Cousin mit 30. Der bei einem Einstellungstraining mitmachen wollte. Ich glaube, bei der Justizvollzugsanstalt oder so. Also er wollte Gefängniswärter werden oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber er hat da bei einem Training mitgemacht. Man sollte sich da
Bewerbungstraining, so körperliche Leistungstests quasi. Und da ging es ihm nicht gut. Da wurde ihm schwindelig und er hat gesagt, er geht zu seinem Auto. Und dann ist er da gestorben. Er ist, glaube ich, auf dem Weg zum Auto umgekippt hinter einem Gebüsch, wurde nicht mehr gesehen, war weg. Er hat sich von der Menge entfernt. Wenn es euch nicht gut geht, dann isoliert euch nicht und geht irgendwo hin, wo ihr ganz alleine seid. So, oh, und der ist weg. Ich kannte den auch mein Leben lang. Jetzt nicht, wir haben uns nicht ständig gesehen, wir haben uns immer mal wieder gesehen. Die Stadt ist klein, wir sehen uns und reden mal kurz und sowas, ne? Oder über meine Alkoholeskapaden, wenn ich damals hier besoffen durch die Stadt getorkelt bin und boah, hab Unsinn gemacht mit Freunden, wir waren alle stets besoffen. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann meinte er auch schon mal, wenn wir uns gesehen haben, weißt du noch, wie blau du da warst? Was hast du denn da wieder angestellt? Und du bist von der Bank gefallen und so. Ja, oh ja, ich erinnere mich. Ist gerade noch so ganz verschwommen. Der Kerl war wesentlich sportlicher als ich und wurde gerade mal 30. Es gibt einem zu denken, der ist schon lange tot. Der ist noch auf meiner, in meiner Facebook-Freundesliste. Und wenn ich Facebook aufmache, dann sehe ich auch sein Foto. Das ist auch so eine Sache, Facebook. Ne? Irgendwann ist das so ein Friedhof, so ein digitaler Friedhof, wo ihr nur noch die Fotos der Verstorbenen habt, die ihr kennt. So war das wahrscheinlich nicht gedacht. Das gibt einem zu denken. Und wenn die Eltern anfangen zu sterben, ne, die werden nicht jünger. Die sind plötzlich, sind die einfach älter geworden. Man hat das nicht mitbekommen. Man selber wird auch älter und bekommt das so nicht mit. Ich meine, ich habe selber mitbekommen, wie ich körperlich verfallen bin, schon mit Anfang 30 und musste daran was tun. Und jetzt geht es mir wesentlich besser. Ich weiß aber, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis ich wieder weiter abbaue. Oder beziehungsweise ich muss dagegen ankämpfen, abzubauen. Weil ich ja vorher schon schlimme Probleme hatte. Ich wurde zum Beispiel mit Anfang 30 wurde ich unfruchtbar. Es konnte nicht ermittelt werden, warum. Jetzt habe ich gehört, dass Ärzte ziemlich schlampig darin sind, zu erkennen, wenn Männer Testosteronmangel haben und daran körperlich erkranken. Weil es ist nicht so eindeutig, das zu messen und Ärzte interessieren sich dafür nicht und wissen nicht, wie sie das messen sollen, woran das liegen könnte. Und vielleicht hatte ich auch einen extremen Testosteronmangel. Ich habe sehr viel Muskeln abgebaut und war sehr übergewichtig und wurde immer übergewichtiger. Und das kann natürlich zu hormonellen Problemen führen, da ist jeder Mensch anders, aber bei mir hat es vielleicht für Probleme gesorgt. Und dass ich da Muskeln aufgebaut habe und abgenommen habe, hat ziemlich viel bei mir verändert plötzlich. Also im Kopf auch, das Verhalten hat sich von mir stark verändert. Ich bin sehr viel selbstbewusster und sehr viel, ich gehe sehr viel mehr auf Konfrontation. Ich bin sehr viel risikofreudiger geworden, habe mir einen neuen Job gesucht, besseren Job, bin befördert worden. Ich habe einfach viel mehr in die Hand genommen. Und habe mich mehr getraut. Ich habe sehr viel mehr Ängste abgebaut, weil ich mich den Ängsten einfach viel mehr gestellt habe. So, weil ich wesentlich weniger Angst vor Konflikten hatte als vorher. Das ist natürlich eine Sache, da muss man auch effektiv dran arbeiten im Kopf. Das geht nicht nur, ihr trainiert und werdet dann, eure Hormone verändern sich und plötzlich seid ihr der Bringer oder so. Nee, da muss man ja auch selber muss auch feststellen, was die Defizite von einem sind und muss da spezifisch dran arbeiten. Ich hatte immer ein Problem damit, dass ich mich nie getraut habe, irgendwas zu verlangen oder in Konflikt zu gehen. Beziehungsweise dann zu sagen, was ich für richtig halte oder was ich auch brauche. Zu sagen, was ich brauche, so für mich. Das ist wichtig, dass wenn ihr erwachsen seid, dass ihr auch mal klar machen müsst, dass ihr Bedürfnisse habt. Ihr selber, nicht nur für andere. Ihr lebt nicht nur für andere. Ihr müsst nicht nur Solidarität zeigen, ihr müsst auch schon mal an euch selber denken. Ansonsten geht ihr kaputt, wenn ihr immer nur für andere lebt und für andere arbeitet und niemals Zeit für euch nimmt. So sitze ich jetzt hier vor der Kamera und ich wasche jetzt mal gerade nicht Wäsche. Ich baue jetzt nicht den Schrank auf, der an der Seite liegt, das mache ich gleich. Aber ich nehme mir jetzt die Zeit, mich vor die Kamera zu setzen und zu reden. Das ist meine Zeit. Und die brauche ich auch, mich mal vor die Kamera zu setzen, um mal zu quatschen. So. Und die Zeit müsst ihr euch auch gönnen. Nehmt euch die Zeit. Geht mal. Geht trainieren. Geht laufen, auch wenn viel zu tun ist. Macht ein Training. Plant Zeit für euch selber ein. Das Leben ist zu kurz. Es soll es aber auch gewesen sein. Das wird viel zu depressiv, Leute. Ich baue jetzt den Schrank auf. Vielleicht mache ich ein paar Liegestütze dabei. Vielleicht mache ich ein paar Klimmzüge. Und komme wieder in Schuss. Ich bin gestern erstmal 1 Kilometer gelaufen. Nach der Arbeit. Leute, ich muss noch einmal den Gluon erwähnen. Ganz wichtig, lasst Gluon Liebe da. Gestern nach der Arbeit dachte ich mir,
Ich habe ja eigentlich alles da, um zu laufen. Seit Wochen denke ich mir, ich müsste mal wieder laufen, ich muss wieder ins Training kommen. Wird ja bestimmt auch dieses Jahr wieder der Spendenlauf sein. Der vieler Spendenlauf, wo ich bestimmt daran teilnehmen wollen werde, wenn ich gesund bin, wenn ich nicht krank werde. Und dann setze ich mich ins Auto und denke mir, ja, aber da steht gerade ein Lieferwagen, weil ich jogge immer auf dem Parkplatz. Ne, mein neuer Chef stand auch gerade da. Naja, lacht er noch, wenn ich da rumlaufe? Oder andere Kollegen fangen an zu lachen, wenn ich da laufe. Und dann mache ich mein Handy an, gucke auf Discord und Gluan sagt, oh, so ein schönes Wetter, jetzt könnte ich in meiner Mittagspause joggen gehen. Da denke ich mir, klar, Challenge accepted. Gluan, ich habe alles hier. Ich habe meine Laufschuhe im Auto, ich habe mein Aldi-Laufhemd vom letzten Fiederlauf habe ich noch im Auto liegen, gewaschen. Ich habe es nicht 1:1 seit August da drin liegen, vollgeschwitzt. Es ist gewaschen. Ich habe es für den Fall, dass ich laufen will, da reingepackt. So, habe mich umgezogen auf dem Parkplatz und bin losgelaufen. So, nach dem ersten halben Kilometer Joggen tat mir die Lunge weh. Also bin ich einen Kreis, also eine Umrundung um den Parkplatz bin ich gegangen, um wieder ein bisschen zur Luft zu kommen, um dann zum Sprint anzusetzen. Bin eine ganze Runde gesprintet und musste dann wieder eine Runde gehen. Und da hatte ich schon wieder ordentlich Lungenschmerzen, meine Zähne fingen an weh zu tun. Und dann bin ich die zweite Runde gesprintet und danach waren die Beine taub. Und dann habe ich meinen Soll erfüllt, wenn die Beine taub sind. Ich bin insgesamt 1 Kilometer gelaufen an dem Tag. Und mir ging es echt dreckig danach. Asthma, Lungenschmerzen. Die Zähne hatten so ein seltsames Druck, so ein juckendes Gefühl, wo man drauf drücken will. Man will auf die Zähne drücken. Als wenn die locker wären und jucken. Man will die wieder reindrücken. Ganz seltsames Gefühl. Das ist aber normal, wenn man anfängt zu laufen. Und mit der Zeit wird das besser. So. Ich kenne das ja vom letzten Jahr noch. Und generell vom Training. Danach war ich noch Katzenfutter kaufen. Das heißt, ich bin bis zum Fressnapf gefahren und steige aus und merke dann, oh, die werden taub. Gehen ist nicht gerade. Nee, heute nicht mehr. Nicht mehr gehen heute. Zum Glück ist morgen frei. Und heute am besten direkt weiter trainieren. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Schaut euch den schönen Kamin an. Ist es ein Ticken heller geworden? Ich glaube ja, ne? In der Zeit, wo ich geredet habe. Macht's gut. Ciao. Bye bye. Euer Gonzo.